Herren, Sie sehen mich mit großem Lachen, weil das ein schöner Tag ist. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. An der Spitze der Ehrengäste ist heute die Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages, Andrea Dombois. Herzlich willkommen, Frau Präsidentin. Aber auch der Bürgermeister Sittel ist zu uns gekommen. Wir freuen uns sehr darüber. Und wir sind natürlich aufgeregt, was der Tag uns alles bringen wird. Es wird in der Politik gerade diskutiert, was nun nach der Bundestagswahl wichtig wird in den nächsten 4 Jahren. Hier können Sie sehen, dass wir ein bisschen weiterschauen, weil Berufsausbildung, da geht es um die nächsten 40 Jahre. Dr. Dietrich, sehr geehrte Frau Landtagsvizepräsidentin, liebe Andrea Dombois, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen recht herzliche Grüße von Oberbürgermeisterin Helma Oros übermitteln. Die Oberbürgermeisterin ist zurzeit noch in Brüssel unterwegs. Die Stadt Dresden hat nämlich gestern bei dem Wettbewerb Entente Florale eine Goldmedaille gewonnen, die also belegt, dass das Erscheinungsbild im Thema Grünanlagen besonders prämierungswürdig ist. Ich bin ganz sicher, wenn das Thema Handwerk, wie es hier in Dresden und der Umgebung aufgestellt ist, prämiert würde, würden wir da auch eine Goldmedaille für bekommen. Und genau aus dem Grunde, weil es keine Aufgabe ist, die nur an einem Tag erledigt wird, sondern eine Aufgabe ist, die dauerhaft besteht und vor allen Dingen, die darin besteht, dass die verschiedenen Aufgabenträger miteinander zusammenarbeiten. Was das ist. Ach, nee. Das kann ja nur dann liegen, wahrscheinlich, oder?